Mit dem ID.3 startet Volkswagen in die automobile Zukunft. Er ist das erste Modell einer rein elektrisch angetriebenen Fahrzeugfamilie. Die Markteinführung war nicht frei von Stolpersteinen, doch jetzt ist der Weg zum Kunden frei. Mein erster Eindruck vom VW ID.3, optisch ist er durchaus gelungen, weil er sich zum einen stark vom Golf abhebt, aber auch nicht zu futuristisch aussieht. Markant ist vor allem die kurze Haube am ID.3 und die kann er sich auch leisten, weil er ja keinen großen Verbrennungsmotor unterbringen muss. Der kompakte Elektromotor sitzt an der Hinterachse. Auch wenn der ID.3 etwas kürzer als ein VW Golf ist, bietet er den Insassen fast so viel Beinfreiheit wie ein Passat. Auch innen ist vieles anders im VW ID.3. Es gibt kaum noch Tasten. Es ist alles sehr clean und sehr aufgeräumt. Hinter dem Lenkrad ist zum Beispiel nur noch ein sehr, sehr kleines Display. Da sind nur sehr reduzierte Informationen drauf. Bedient wird das Ganze über den großen Touchscreen in der Mittelkonsole. Der ist allerdings nicht sehr intuitiv bedienbar. Da gäbe es noch Verbesserungsbedarf. Da alle schweren Aggregate, allen voran die Batterie im ID.3, tief eingebaut sind, liegt auch der Schwerpunkt sehr weit unten. Das sorgt für eine gute Straßenlage. Der ID.3 ist straff gefedert, ohne dabei unkomfortabel zu sein. Drei Dinge sind besonders bemerkenswert am VW ID.3. Zum einen die tolle Kraftentfaltung des immerhin 150 kW starken Elektromotors. Man muss nur einmal kurz aufs Gas gehen und schon surrt der ID.3 davon, als gäbe es keinen Morgen. Das ist schon ziemlich faszinierend. Zum Zweiten ist der ID.3 sehr, sehr leise unterwegs. Also man hört nicht mal das Sirren des Elektromotors. Und der dritte Punkt, der bemerkenswert ist, der kleine Wendekreis. Unter 10 Meter Wendekreis, das schaffen sonst nicht mal Kleinwagen. In der zuerst erhältlichen First Edition leistet der Motor des ID.3 150 kW. Das sind 204 PS. Mit seiner 58 Kilowattstunden fassenden Batterie gibt Volkswagen eine Reichweite von maximal 420 Kilometern an. Im Alltagsbetrieb realistischer sind wohl eher rund 350 Kilometer. Eine kleinere Version mit 45 Kilowattstunden und einem 146 PS starken Motor rundet das Angebot nach unten ab. Für Langstreckenfahrer kommt eine Variante mit 77 Kilowattstunden dazu, für die der Hersteller eine Reichweite von bis zu 550 Kilometern verspricht. Deren Grundpreis soll bei etwa 45.000 Euro liegen. Die Basisversion startet bei rund 30.000 Euro. Günstig ist der VW ID.3 zwar nicht, aber wenn man die Umweltprämie von bis zu 9.000 Euro abzieht, dann liegt er auf dem Niveau eines gut ausgestatteten Golf Diesel und dann ist es wieder okay. Ganz perfekt ist der ID.3 übrigens nicht, denn zum einen lässt die Materialqualität im Innenraum zu wünschen übrig, da gäbe es auf jeden Fall Verbesserungsbedarf und zum anderen ist die Sicht nach hinten ziemlich schlecht. Das Heckfenster ist recht klein und die C-Säule ist breit und die Kopfstützen im Fond sind auch immer irgendwie im Weg. Also fürs nächste Facelift gibt es noch einiges zu tun. Volkswagen hat schon viel getan für die Zukunft der Elektromobilität. Doch der Weg ist noch lange nicht beendet. VW hat sich viel vorgenommen.